Herzlich willkommen zu unserer Tutorial-Reihe Flyer-Erstellung mit freier Software. So, alle Macht den Usern. Was bedeutet das? Ich kann Scribus völlig konfigurieren. Also ich kann hier Einstellungen machen. Ja, das habe ich bei keinem anderen Programm. Also alle kommerziellen Programme, die ich jetzt so im Vergleich sehe, haben nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Scheint erstmal ein bisschen konfus und unübersichtlich, aber dadurch habe ich eine wahnsinnige Flexibilität. Das habe ich ganz oft bei Open Source Software. Viele Leute arbeiten dran, jeder möchte was anderes, jeder hat seinen eigenen Schwerpunkt und Scribus wird so geliefert, dass es ja schon gewisse Voreinstellungen hat. Die kann ich auch benutzen als Anfänger, gar kein Problem. Aber ich kann es mir auch individuell anpassen. So, wo mache ich das? Und zwar gehe ich hier auf Datei, hier oben links auf dem Menüpunkt Datei, klicke da drauf und dann sehe ich hier unten einmal Dokument einrichten und allgemeine Einstellungen. Ich gehe jetzt erstmal auf die allgemeinen Einstellungen. Zum Dokument kommen wir gleich noch. Das Dokument bezieht sich jetzt nur auf dieses geöffnete Dokument. Was anderes mache ich da nicht mit, aber erstmal die allgemeinen Einstellungen. So, da sehen wir hier, ich kann die Benutzeroberfläche einstellen. Ich habe hier die Sprache. Ich kann sogar die Icons, das Iconset, wie die hier oben aussehen, einstellen. Ich habe hier die Möglichkeit, die Schriftgrößen einzustellen, die letzten verwendeten Dokumente, ne, zuletzt geöffnet, immer diese Sachen, da kann ich dann auch hochgehen. Ja, das ist so, dann habe ich hier noch verschiedene Reiter, aber das ist jetzt nicht alles so wild. Hier zum Beispiel beim Programmstart, da kann ich diesen Begrüßungsbildschirm wegklicken, dass der gar nicht kommt, aber dann weiß ich auch nicht, dass jetzt was geladen wird. Den Startdialog möchte ich gar nicht unbedingt zum Beginn haben. Das kann ich hier auch ausschalten. Und man sieht hier schon an diesem ersten Punkt, wie viele Möglichkeiten da sind. Jetzt kommen wir schon mal zu was sehr Wichtigem, und zwar Pfade. Ähnliches werde ich auch noch mal vielleicht in einem GIMP-Video besprechen. Da gibt es nämlich auch sehr wichtige Pfade, die wir einstellen können, um mit Pinseln und sowas zu arbeiten. Aber dazu auch noch mal später. Hier im ersten Pfad, da habe ich meine Dokumente, also wo speichere ich meine Scribus-Dokumente ab? Hier habe ich das jetzt auf der Festplatte C, also die erste Festplatte, die in eurem System ist, und das finde ich jetzt eigentlich nicht so schön. Ich arbeite mit einem NAS-Server und deswegen gehe ich hier auf Ändern. Ich möchte die zentral speichern, auch wenn ich dann mal mit einem anderen Computer arbeite. Und da nehme ich mir jetzt hier von meinem Server das Verzeichnis, oder das ist jetzt hier eine Festplatte oder ein Festplattenbereich, der gemountet wurde. Dann nehme ich mir mal die Programme und hier habe ich schon mein Scribus-Verzeichnis, wo ich dann auch meine Dokumente abspeichern möchte. So, Ordner auswählen, das ist natürlich total individuell, das wird bei euch wahrscheinlich ganz anders sein. Und jetzt kommen wir mal zum Bereich Farbprofile. Farbprofile sind sehr wichtig für die Druckerei. Die Druckerei sagt euch, welche Farbprofile sie verwendet, um einen ordentlichen Druck zu bekommen, um saubere Farben zu bekommen. Voraussetzung ist natürlich, wenn ihr das so professionell machen wollt, dass auch euer Monitor sauber kalibriert ist, dass ihr die Farben, die ihr am Monitor seht, auch wirklich gedruckt werden. Und Farbprofile sind einfach Mischungsverhältnisse von CMYK-Farben und halt eine bestimmte Farbpalette. So, und da solltet ihr einstellen: C, Windows System 32, Spool, Driver, Color. Ich gehe das nochmal kurz durch, und zwar ändern. Moment, abbrechen. Hier auf Ändern gehen und dann habe ich hier mein C.
Da muss ich dann das Windows-Verzeichnis auswählen. Ich mache das jetzt extra mal so langsam, weil das doch ziemlich wichtig ist. Oder am besten haltet ihr das Video an und schreibt euch diese Zeile nochmal ab da oben. So, was hatten wir da? Wir waren jetzt in Windows-Verzeichnis, System32, da haben die ihre ganzen DLL-Dateien, glaube ich, der Name Link Libraries oder wie auch immer. Das geht jetzt schon tief in die Programmierung. Das ist halt bei Windows so. Wenn ihr einen Mac habt, kann ich euch jetzt nicht weiterhelfen, weiß ich nicht. Da müsst ihr dann einfach mal in der Beschreibung schauen von eurem Betriebssystem oder einfach mal in der Suchmaschine nach. Oder wie man sagt, man so schön Google, das steht ja mittlerweile sogar schon im Duden. Also, ihr guckt in der Suchmaschine nach und dann findet ihr das. So, was wollte ich jetzt? System 32 hatten wir jetzt. Jetzt habe ich schon den Pfad vergessen. So, Spool, das ist für den Drucker, Druckspulen. Da werden die ganzen Daten erstmal gesammelt und dann zum Drucker geschickt. Da ist es, Spool. Und kann das auch mal hier aufklappen und da haben wir dann die Drivers, also die Treiber, und hier sehen wir schon Color. Es werden jetzt hier keine Farben angezeigt, das liegt einfach daran, weil wir mit diesen Einstellungen einfach nur den Pfad auswählen, aber dass da welche drin sind, das zeige ich euch mal eben. Ich drücke jetzt mal die Steuerung C-Taste, also wir kopieren, weil ich will nicht den ganzen Pfad jetzt wieder eingeben. Hier sage ich jetzt mal erstmal Ordner auswählen, da haben wir ihn dann drin. War ja auch schon. Ich gehe jetzt hier auf meinen Explorer und trage das jetzt mal hier oben ein, einfügen, und das ist jetzt mein Pfad, bestätigen, und da seht ihr jetzt meine Farbprofile. Und da haben wir ja diese beiden Farbprofile mit RGB, das sind einfach diese aktiven Profile, wo ich dann meine drei Grundfarben habe, habe ich schon tausendfach erzählt, glaube ich, aber es ist sehr wichtig, deswegen sage ich es jetzt nochmal, R und Red, Green, Blue, alle zusammen gibt Weiß. Aber das kann ich nicht drucken, weil das sind sehr leuchtende Farben oder das sind LEDs, die euch anstrahlen. Was ich drucken kann, sind solche Sachen wie Coated Fogra oder hier diese ISO-Coated. Und das hier ist so mein Lieblingsformat. Das ist ISO-Coated V2, Version 2, 300% heißt das. Aber das zeige ich euch gleich nochmal, wo man das jetzt genau einstellt. Und das ist auch abhängig von der Druckerei selber. So, dann haben wir hier noch Skripte. Skript ist ein ganz wilder Bereich in Scribus, denn man kann auch mit Scribus programmieren. Und das ist dann die Programmiersprache Python, und da kann man diese Skripte in Scribus ausführen lassen. Also da haben wir auch schon ein paar mitgeliefert, um einen Kalender zu erstellen oder sonstiges. Und da kann man dann wirklich auch Stückchen für Stückchen Python-Programme erstellen. Und Scribus hat einen eigenen Python Editor oder Generator, weiß ich jetzt nicht, wie man, oder Interpreter ist es genau. Ein Python Interpreter, der diese Programme dann ausführt. So, hier habe ich noch meine Dokumentenvorlagen. Das habe ich bei mir auch auf P für Projekte, Scribus und dann Vorlagen. Diesen Unterstrich benutze ich immer ganz gerne, weil dann wird das höher einsortiert. Was anderes hat das ja schon gar nicht mehr zu bedeuten. Aber wie gesagt, das ist und das. Also diese beiden Zahlen, Dokumente und Dokumentenvorlagen, die sind sehr individuell und Skripte habe ich bis jetzt noch nicht benötigt. Hier, das schreibt euch am besten nochmal ab. Obwohl, ich könnte es vielleicht auch nochmal extra im Video, irgendwie in der Videobeschreibung reinlegen. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Tastenkürzel. Ja, Tastenkürzel, um einfach ganz schnell zu arbeiten. Hier, Steuerung N oder Control N für neu. Ctrl-Alt-N für neue Vorlage. Das könnt ihr auch hier alles selber definieren und ändern. Wichtig sind solche Funktionstasten wie zum Beispiel F3 für die Stile. Aber das seht ihr auch hier oben, wenn ihr dann euch durch das Menü klickt. Und wir hatten, glaube ich, vorhin mal so F6 hatten wir. Das waren die eigenen Ebenen. Allerdings werden die auch hier unten angezeigt. Ich habe jetzt hier eine Ebene, die nennt sich Vorlage. Ja, und dann habt ihr hier diese ganzen Befehle und Aktionen, und da könnt ihr euch das auch schon wieder individuell einstellen, um ganz schnell damit zu arbeiten. So, was sagte ich? F6 waren noch wichtig für die Ebenen und F2 die Eigenschaften. Ganz, ganz wichtiges Feld, Eigenschaftenfeld F2.
Das zu den Tastenkürzeln. Hier habe ich wieder mein Dokument. Standardeinrichtung. Wir sind ja in den allgemeinen Einstellungen. Größe wäre A4, jetzt im Querformat, Millimeter und so weiter und so fort. Das haben wir ja auch mit der ersten Dialogmaske eingestellt. Und hier habe ich dann auch die Ränder, die grundsätzlich eingestellt werden. Ich könnte natürlich hier sagen, oh, ich will immer einen Anschnitt von 3 mm haben. So, Moment. Hier muss ich hier reinklicken und dann kann ich hier einfach draufdrücken. Dann habe ich immer einen Anschnitt von 3 mm. Jetzt habe ich hier gerade das Mausrad gedreht, das war jetzt vielleicht nicht so raffiniert. So, 3 mm. Und hier nehme ich auch nochmal meine 3 oder 4 mm für die Druckränder für meinen Satzspiegel. Okay, und das ist jetzt einfach drin. Jetzt habe ich schon OK gedrückt und damit habe ich die Einstellung verlassen. Gehen wir jetzt nochmal da rein, also Datei, allgemeine Einstellungen. Pfade, das ist noch alles da. Tastenkürzel, Dokumente, da waren wir gerade. Und jetzt hier die Seitengrößen, habe ich auch eine ganze Menge an Voreinstellungen, Vorgaben, kann ich dann auch auswählen, sogar A0 und ich kann auch einen Bannerdruck machen. Die ganzen üblichen Seitenformate hier stehen. Ja, Hilfslinien hatten wir ja auch, die ziehe ich mir hier über diese Lineare einfach raus oder runter. Hier habe ich irgendwie so eine Distanz zum Einrasten, 10 Pixel. Warum das jetzt unbedingt Pixel sein müssen, weiß ich nicht. Fangradius, das bedeutet also, wenn ich jetzt hier ein Objekt an dieser Hilfslinie ausrichten möchte, dann rastet das hier bei 4 Pixel dann automatisch ein. Diese 4 Pixel beziehen sich, wie gesagt, auf eure Bildschirmauflösung. Hier kann ich noch ein Raster einstellen. Grundlinien. Grundlinien sind halt Linien, wo eure Schrift drauf ausgerichtet wird. So, Objektwerkzeuge. Ja, da habe ich die ganzen Objektwerkzeuge, die ich hier oben auch habe. Mit Scribus kann ich nämlich auch zeichnen. Also so wie mit InDesign. Also es ist ein Zeichen- und ein Layout-Programm. Ich habe eigentlich zwei Sachen in einem Programm vereinigt. Ich habe hier meine Polygone, die ich zeichnen kann. Sowas hatten wir auch schon mal bei Inkscape, dass wir hier Viereck, Fünfeck und so weiter sowas zeichnen können oder auch einfach ein Dreieck mit einem Rotationsradius und so weiter und so fort. Das kann ich hier alles vordefinieren. Das ist halt immer für das erste Element, für das erste Objekt, was automatisch erstellt werden soll. Ja, Linien, Kalligrafie. Klickt einfach durch, schaut es euch an, was es da alles gibt. Hier die Spirale, das kennen wir eigentlich alles aus Inkscape. Ich glaube, diese beiden Programme werden auch so ein bisschen miteinander verschmolzen. Also da gibt es einmal die Community für Inkscape, die programmiert darum. Und die tun sich zusammen. Der Quellcode ist ja offen, das heißt, die eine Community kann von der anderen gut und gerne die Sachen übernehmen. Abschreiben ist hier vielleicht der falsche Begriff, denn wir haben ja immer diese Copyleft-Geschichte, der Quellcode muss offen sein. Also ihr könntet jetzt, wenn euch was fehlt und ihr seid richtige tolle Programmierer, könntet ihr hingehen, den Quellcode von Inkscape, von Scribus, Inkscape gibt es natürlich auch, bei ihm auch, herunterladen und euch weitere Funktionen programmieren. Ist natürlich wahnsinnig schwierig, also finde ich. Ich kann es nicht. Dann haben wir hier einen Schriftmanager. Da kann man dann die ganzen Schriften auswählen, welche man benutzen möchte. Man kann auch noch zusätzliche Pfade anlegen, wo noch zusätzliche Schriften sind, die jetzt nicht im C-Verzeichnis sind. Ja, und dann kann ich hier auch, Moment, das zeige ich jetzt mal, ich glaube, das ziehe ich einfach mal größer. So, das ist wirklich ein richtiger Schriftmanager, den haben manche professionellen Programme nicht. Dann kann ich hier sofort einstellen, dass diese Schrift eingebettet werden soll, also wir machen ja hinterher eine PDF-Datei, da wird die Schrift dann eingebettet. Ich kann sie natürlich auch als Kurve umwandeln und dann weiter nutzen. Hier habe ich nochmal meine Typografie, da stelle ich dann ein, wenn ich hochgestellte Sachen habe oder tiefgestellte, wie viel Prozent das sein sollen. Unterstrich, ob ich einen Versatz habe von Unterstrich, das ist jetzt hier alles auf automatisch. Ich brauche hier wirklich nicht viel ändern. Hier habe ich meine Silbentrennung. Vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen oder so weiter. Ich habe hier drei Zeichen für das kürzeste Wort. Und ich kann hier auch eine Wortliste definieren, Wörter, die ich nicht trennen möchte.
Farbmanagement. So, jetzt müsst ihr wieder aufpassen. Und zwar, wir haben ja hier die Pfade eingestellt für dieses Color Management oder Farbmanagement. Manchmal auch als CMS bezeichnet, Color Management System. So, und hier stelle ich meine Profile ein, das Farbmanagement, was ich benötige zur Anzeige, meine RGB-Farben. Also das hier ist das Farbmanagement eures Monitors. Da könnt ihr auch von Adobe die nehmen oder sowas. Die kriegt ihr eigentlich alle umsonst im Internet, könnt ihr euch herunterladen. Scribus liefert da, glaube ich, nicht so viele mit. Und hier, das ist jetzt ganz wichtig, See My K-Bilder. Ich habe hier das ISO Coated V2, davon habe ich vorhin schon mal gesprochen. Das ist auch internationale Norm und die arbeiten auch immer an sehr guten Farbprofilen. Das würde ich hier einfach empfehlen reinzusetzen, es sei denn, eure Druckerei will wirklich was ganz anderes. Aber die müssten eigentlich damit klarkommen. Ja, hier wiederholt sich das, RGB-Füllfarben, CMYK-Füllfarben und hier steht eigentlich der Drucker, den ihr selber habt. Ich habe das jetzt auch mal so verwendet, weil wenn ich was rausdrucke, dann benutze ich dieses Farbprofil. Ja, also das ist wichtig, ne? Also hier müsst ihr ein CMYK-Farbprofil der Druckerei eingeben und hier auch. Dann haben wir irgendwie so ein Bildcache, maximale Größe der Bilder. Bilder werden ja verbunden, verlinkt, nicht unbedingt eingebettet, weil das wird eventuell zu groß und dann wird das Ganze sehr träge. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Scribus etwas langsam arbeitet. Man braucht schon eine gewisse Rechnerperformance. Hier die Anzeige, da kann ich dann auch alles, seht ihr, könnt ihr wieder alles konfigurieren, Absatz, Ablagefläche und die Farben, wie soll diese Linie aussehen, welche Farbe habe ich hier und so weiter und so fort. Bearbeitungswerkzeuge, ja, weiß ich auch nicht, was das jetzt alles sein soll, können wir dann auch irgendwie einen gewissen Versatz, man sieht, man kann diese ganze Oberfläche ändern, externe Tools, das ist vielleicht noch interessant, ich habe hier einen PostScript Interpreter, den lege ich fest, GhostScript. GhostScript sollte man am besten vor Scribus installieren und dann erst Scribus. Das steht aber meistens auch in den Anleitungen auf der Scribus-Seite. Ich kann es nur empfehlen, hier habt ihr einen GhostScript Interpreter, der ist für die Schriftarten zuständig, ist auch Open Source Software, also dürfte überhaupt kein Problem sein, das Ding zu bekommen. Hier könnt ihr die Auflösung des Bildschirms nochmal einstellen. Also ich könnte jetzt alles hier größer machen, wenn ich hier die DPIs erhöhe. Und ihr seht, die Auflösung meines Bildschirms beträgt nur 72 DPI und wenn ich was drucke, habe ich 300. Nur mal so zum Vergleich. So, Name der ausführbaren Datei für das Bildbearbeitungsprogramm. Da habe ich jetzt mal GIMP eingegeben. Und zwar finde ich mein GIMP 2, ich habe ein 64-Bit-System, finde ich auch dann hier unter den Programmen. Hier ist es jetzt Programmfiles, das ist halt die englische Version. Einen Webbrowser stelle ich auch ein, hier habe ich einen Firefox eingestellt. PDF-Betrachter habe ich jetzt nicht eingestellt. Da könnt ihr dann den Adobe nehmen oder ich habe da noch, ja es gibt auch noch ein paar andere, wie Foxit Reader oder... Er fällt jetzt gerade nicht ein. Ich habe da irgendwie so einen ziemlich fixen. Da unten ist er. Steht das dabei? PDF Exchange Viewer. Das ist jetzt einfach nur eine Free-Version davon und der ist richtig fix, muss ich sagen. Also da kann man ganz schnell die PDFs mit betrachten, aber mehr auch nicht. Bibliotheken, was war das nochmal? Ich glaube, da kann man sich verschiedene Bildbibliotheken erstellen und übersichten. Druckvorstufen, jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Und zwar werde ich, wenn ich was drucken möchte, erzeuge ich erstmal eine Druckvorstufe. Also hier wird kontrolliert, ob das alles sauber ist, ob die Bilder wirklich da sind und ob irgendwelche Objekte fehlen. Und das wird hier einfach alles eingestellt, wonach er gucken soll. Hier kann ich zum Beispiel sagen, Fehler ignorieren. Ist natürlich nicht so klasse, denn ich will ja wirklich auf meine Fehler hingewiesen werden. Dann habe ich hier sowas wie fehlende Schriftzeichen. Gibt es die?
Ja, es gibt ja Schriften, die haben vielleicht kein SZ oder sowas. Und dann sagt er mir das. Hier, diese Schrift hat aber kein Sonderzeichen in irgendeiner Form. Das ist vielleicht nur interessant. Auflösung der Bilder überprüfen. Da möchte die Druckerei 300 dpi in der Regel haben. Hier 144 sollten aber auch reichen. Geben die sich auch mit zufrieden. Kann sein, dass es beim Upload nochmal zum Gemecker kommt. Das finde ich ein bisschen reichlich übertrieben. Mit 2400 dpi hatte ich noch nicht solche Auflösungen. Aber gut, alles ist drin. Auf eingebettete PDF-Dateien prüfen. Also wenn im Scribus eine PDF-Datei generiert wird und es werden schon PDF-Dateien eingebunden als Bilder oder sowas, testet ihr das nochmal. Ich habe mal gelesen, ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, dass man möglichst JPEGs einbinden sollte, vielleicht auch PNGs, aber nicht unbedingt schon mal PDFs, weil die ja dann nochmal konvertiert werden sollen. Weiß nicht, ob das so stimmt. GIF-Bilder ist ein großes Problem, am besten keine GIF-Bilder verwenden. Die haben zu wenig Farben und das kann man nicht drucken, sage ich jetzt mal einfach. Ja, da haben wir dann halt die Druckvorstufenprüfung. Hier stelle ich meinen Drucker ein. Das brauchen wir ja eigentlich nicht, weil wir gehen ja sofort zur Druckerei. PDF-Export. Hier habe ich meine Dateioption. Kompatibilität. Das geht hier bis 1.5. Wahrscheinlich bei euch. Und die anderen hier wie X1, X3, den könnte ich jetzt hier empfehlen einzubauen. Den kriegt ihr aber nur, wenn ihr vorher auch hier das Farbmanagement eingestellt habt. Sonst macht er das nicht. Denn der bindet auch das Farbmanagement ein. Farben, ja, da haben wir nochmal die Fillfarben und so weiter. Prepress, das ist auch nochmal für die Vorstufenkontrolle. So, Verschiedenes. Was haben wir denn da noch alles? Ich weiß es nicht. Gehe ich jetzt auch nicht so drauf ein, brauchen wir nicht. Und Scripter, da kann ich dann, ein Scripter ist praktisch ein Editor für eure Skripte, also die Python-Skripte. Und da könnt ihr hier wirklich jede Farbe oder Zeichen einstellen oder Fehler, in welcher Farbe die dann angezeigt werden. Habe ich auch noch nie gebraucht. Okay, abbrechen. Dann noch eben, ja, war schon eine ganze Menge. Vieles braucht ihr nicht, aber Farbmanagement und Farbprofile, das ist eigentlich das Wichtigste. Dann gehen wir nochmal zu den Dokumenten, zu dem einzelnen Dokument. Also das Dokument, das bezieht sich jetzt nur auf das Dokument, was ich hier habe. Hier haben wir wieder Größe, Layout, Render und Abstände und Speicher und Verlauf. Ich kann hier auch, das ist vielleicht noch wichtig, automatisch speichern. So super stabil ist diese Version, die ich jetzt hier habe, nicht. Und ihr tut euch auf jeden Fall damit einen Gefallen, wenn ihr sagt, so alle 10 Minuten speichern. Viel höher würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Dann ärgert ihr euch, wenn ihr eine halbe Stunde da arbeitet und dann ist plötzlich alles weg. Aber 10 Minuten ist, glaube ich, ein ganz gutes Intervall. Es ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Muss jeder selber wissen. So. Gespeicherte Dateiversion, speichern in. Hier könnte ich dann noch sagen, wo soll er diese Autospeicherdateien, ja, die automatisch gespeicherten Dateien reinschreiben, damit ich auch weiß, wo das ist. Hier habe ich, glaube ich, einfach das Standardverzeichnis. Ja, hier habe ich noch meinen Verlauf. Dann wieder die Hilfslinien. Was haben wir hier? Dokumenteninformationen. Das ist noch interessant. Und zwar kann ich jetzt hier meinen Titel, Autor und sowas alles reinschreiben und das ist dann auch in der PDF-Datei sichtbar. Also das ist so ein besonderer Standard und ihr könnt auch dann mit einem PDF-Betrachter oder mit Distiller oder was es da noch von Adobe gibt, diese Sachen auch wirklich sehen. Abschnitte weiß ich jetzt nicht. Objektwerkzeuge, das hatten wir auch gerade schon mal, da kann ich dann die Voreinstellungen reinschreiben. Hier ist, glaube ich, Füllfarbe, meistens auch schon schwarz drin und von den Bildern und so weiter. Da hatten wir dieses gleichmäßige Polygon, das hatte ich in anderen Stellen vorhin in den allgemeinen Einstellungen auf ein Dreieck gesetzt. Ja, eigentlich ist es egal, was hier drin steht, ihr könnt es immer ändern, noch in dem Programm, nur
das, was ihr am meisten braucht, schreibt das hier rein und umso schneller seid ihr mit dem Ganzen fertig. Hier haben wir nochmal die Schriften. Diese Schriften werden jetzt nur für dieses Dokument benutzt. Also ich kann mir jetzt ein Dokument erstellen und dann hier bestimmte Schriften raus, also anklicken. Hier sind sie alle drin jetzt, die ich in diesem Dokument verwenden möchte. Gleiche wie der Typografie, das hatten wir alle schon, Silbentrennung, Farbmanagement hier auch. Wie gesagt, es bezieht sich aber nur alles auf dieses Dokument. Anzeige, ja, eigentlich haben wir hier schon alles gehabt. Und Inhaltsverzeichnis ist auch eine schöne Sache, wenn ihr mit Eigenschaften arbeitet, und zwar Eigenschaften der eigenen Dokumente, dann könnt ihr auch hinterher automatisch ein Inhaltsverzeichnis generieren. Brauchen wir jetzt beim Flyer nicht, aber bei einer Broschüre wäre es ganz sinnig. Aber da geht es auch schon wieder in die Programmierung ein bisschen und in die ganzen Eigenschaften. Also ihr seht, ich kann hier unheimlich viel konfigurieren und deswegen alle Macht den User. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.